Die Hochschule Luzern hat 2 neuen junge ukrainische Studierende aufgenommen, keine Flüchtlinge, sondern Austauschstudenten. Alles ging sehr schnell, nach nur wenigen Tagen vorbereitet 2 neuen Studenten der Nationalen Akademie der Künste in Lemberg in der Ukraine in einem Bus nach Warschau sitzen. Weiter ging es durch Deutschland mit dem Kleinen. Ehemaligen Industriegebiet Viskosista Zeitausbruch des Ukraine-Kriegs studieren hier 2 neuen Studentinnen aus Lemberg. Schlüsselsteine sind gute 2 Monate vergangen. Seit 2 Monaten leben die 2 neuen Ukrainer nun in einem Wohnheim in Luzern, nicht als Flüchtlinge, sondern als Austauschstudierende im Departement Kunst und Design der Hochschule Luzern. Schulmädchen. System, aber jetzt komme ich damit zurecht. Ich bin eine hier. Am Anfang hatte ich Probleme, weil alles so anders war, aber jetzt verstehe ich es auf die Graf. Künste Lemberg ihr Studium in Luzern fortsetzen und Monika Gold, die den Grafikdesign-Studiengang Luzern leitet. Ihre Großeltern sind Anfang des 20. Jahrhunderts aus der heutigen Ukraine in die Schweiz eingewandert und sie selbst hat 20 Jahren Kontakt zu Lemberger Schulen. Ein paar Tage nach Ausbruch des Krieges hab ich den Direktor dort die